Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf Kamel Kreuzband. Ich bin Ihr Martin Boinski und heute geht es darum, wie du die Ansteuerung in deiner Kniestreckung mal auf eine andere Herangehensweise verbessern kannst und das Ganze, indem du den Musculus vastus medialis nutzt. Dieser Muskel verläuft auf der innenliegenden Vorderseite deines Oberschenkels und überträgt seine Kraft mittig auf den Schienbeinkopf. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann empfehle ich dir das jetzt sehr gerne zu tun. Es kostet dich nichts und du bleibst vor allem im Verlauf deiner Reha immer auf dem aktuellsten Stand. Ich habe hier nochmal den Vastus medialis eingezeichnet. Man sieht ihn hier mit Faserverlauf. Das bedeutet im Prinzip auch die Fallrichtung. Wenn der Muskel sich anspannt oder kontrahiert, zieht er im Endeffekt in diese Seite. Der bindegewebige Anteil verläuft hier über die Kniescheibe und endet am Ende meiner Narbe jetzt gut ersichtlich an der Tuberositas tibiae. Das ist ein Knochenpunkt, wo der Quadrizeps, der Kniestrecker, seinen Ansatzpunkt hat und dann seine Kraft überträgt am oberen Schienbeinkopf. Man sieht es im Stehen ganz gut hier rechts. Hier staut sich der Vastus medialis, wenn ich mit durchgedrücktem Knie entspannt stehe. Das Ganze habe ich auch links. Und wenn ich dann links anspanne, sieht man, wie sich der Muskel im Prinzip in die vorgezeichnete Form einfügt. Und dann kommen wir jetzt einmal zur Übung. Man drückt im Endeffekt mit dem Daumen die Kniescheibe nach außen und man sieht es hier ganz gut, wie die Kniescheibe rausgeht. Und wenn ich jetzt den Vastus medialis anspanne, sieht man, wie die Kniescheibe den Daumen nach innen drückt und von außen zentriert wird. Schön nach innen gezogen wird. Das Ganze macht man ein paar Mal hintereinander, ungefähr in diesem Tempo, dass man maximal anspannt und die Kniescheibe immer wieder ranzieht. Natürlich ist das Ganze im Sitzen etwas entspannter. Hier kann man dann die Kniescheibe nach außen drücken. Man sieht es ganz gut, wie die Kniescheibe hier nach außen kommt. Und dann ziehe ich sie wieder über den Muskel nach innen. Das Ganze mache ich immer mal wieder hintereinander. Man sieht es hier ganz gut, wie der Muskel anspannt und die Kniescheibe nach innen zieht bzw. den Daumen auch nach innen wegdrückt. Sollte das Ganze bei dir so gut klappen, dann hast du die Übung bestanden und brauchst sie im Prinzip nicht mehr machen. Wenn auch du noch Probleme mit deiner Kniestreckung hast und du weißt nicht so richtig, woran es liegt oder was du noch alles machen kannst, weil du das Gefühl hast, du machst schon alles, dann bewirb dich doch gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Den Link zum Erstgespräch findest du unten in der Videobox oder in den Kommentaren. Dort trägst du dich dann in das Bewerbungsformular ein, damit sich mein Team oder ich mich bei dir melden können. Schreib gerne auch in die Kommentare, was dir das Video heute gebracht hat und wie es geklappt hat. Bleibt nur noch eins zu sagen, nimm es selbst in die Hand, dein Kamel Kreuzband.